Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Herzlich willkommen zurück zu Artillerie is King, auch wenn wir es selbst gegen Artillerie zu tun haben. Meine teuren Edelsteine werde ich nicht gegen ein paar strategische Ressourcen tauschen. Doch Susa erholt sich. Eben meinte ich noch, also in der letzten Folge, für euch ist es ein Tag her, wobei, wenn ihr es nacheinander in der Playlist erst guckt, dann nicht, dass Susa sich nicht erholt. Und das ist auch der Fall. Das heißt, sie werden auf jeden Fall bombardiert von Fliegern. Aber wie viele Flieger kann er haben? So viele Flieger kann er ja nicht haben. Wir sehen, dass da einer ist. Wir sind da hier leider im Sumpf vergraben. Aber wir können nach und nach auch Passagarde den Gar ausmachen. Und schon im gelben Bereich. Hier hin und plündern finde ich gut. Hier hin und angreifen. Weil es eine Fernkampfeinheit ist, verlieren wir da keine Angriffspunkte. Jetzt wieder Genauigkeit um Gegenstädte. Dann hier hin. Das ist ja viel zu nah. Hier hin. Und endlich im Straßennetz angekommen. Die Kavallerie heilt weiterhin dort. Und für dich haben wir einen Fortbewegungspunkt. Zwei oder sogar drei für den Fall, dass du da auch bist, auch zu nah. Aber weiter weg wollen wir das jetzt auch nicht stellen. Dann kannst du nächste Runde direkt angreifen. Drei Runden brauchst du bis dorthin. Zwei bis da, eine bis da. Da kannst du nicht. Du kannst hier überall, da ist er besetzt. Dann tauschst du in der nächsten Runde mit ihm. Du kommst ins Straßennetz rein. Und kommst auch nur auf Felder, die alle schon besetzt sind. Deswegen wartest du. Artillerie ist fertig. Wir brauchen noch mehr Kavallerie. Noch mehr Kavallerie. Nächste Runde. Weil Pikiniere baut keiner mehr. 7 Gold. Omilias. Me dixas. 10. Wie wär's mit Edelstein? Gegen lecker Baumwolle. Yummy, yummy. Baumwolle. Wir haben Einheiten verloren. Aber dafür eine große Persönlichkeit. Der Lossier wurde getötet. Doch zum Glück ist jetzt der große General geboren worden, der in dieser Runde leider noch nicht eingesetzt werden kann. Ich glaube, wir ziehen dich zurück. Hier, Handel. Salve. Baumwolle. Ach, schade. Ja, gib mir deine 7 Gold pro Runde. Melima. Ja. Doch nicht. Udipo. 6 Gold pro Runde. Ziehen wir dich zurück? Ich glaube schon. Müssen wir. Geht ja nicht anders. Leider schon. Bauarbeiter geschnappt. Easy game. Natürlich geht er mit Artillerie und Flieger auf ihn hier, ne? Aber macht er das auch, wenn wir ihm andere Opfergaben darbieten? Hier wird er von Persepolis angegriffen. Hier nicht. Wie gut bist du? Deckung gegen Fernangriffe. Eine Runde überlebst du noch. In Santiago, ganz woanders, wurde der Zirkus gebaut, den wir auch brauchen, um ein bisschen Rest
Zufriedenheit zu haben, bevor wir switchen auf den Zoo, der aber richtig teuer ist, oder aber einen Markt, oder Markt ist auch nicht verkehrt, können wir jetzt noch irgendwie Tempel bauen. Ja, wir haben zwar kein Gold, um zu bezahlen, aber wird schon. Ach so, du. Na gut, du kannst dich schon mal für Persepolis bereit machen. Mit welcher Einheit nehmen wir Passagarde ein? Kann die Kavallerie da rein schwingen? Ah, wir haben hier zwei Schützen, die das machen können. Die, wir haben keine Schützen mehr, die das machen können. Gatling-Kanone. Welche? Hier? Aha. Okay, es hat ihn wenigstens nicht getroffen. Was klar ist, ist, dass wir mit dir hier rein können, wenn wir Passagarde soweit runtergebombt haben. Und das können wir... Nee, du bist zu weit weg. Jetzt behaupten. Stadtansicht. Universität, öffentliche Schule, Bank, Börse, Markt, Werkstatt, Museum, Amphitheater, Opernhaus, Bibliothek, Garten, Kornspeicher. Ganz viele untätige Bürger. Marionette erstellen, auch wenn wir bei 8 Unzufriedenheit sind. Und die Zufriedenheit natürlich King ist, wenn wir denn dann Persepolis einnehmen wollen. Dass wir jetzt schon gleich machen können. Aber da müssen wir erstmal gegen die Infanterie, die nicht nur Weltkriegsinfanterie ist, sondern Infanterie-Infanterie. Mit unseren Schützen, die auch bei 8 Unzufriedenheit natürlich reingehen und den Tag retten. Nicht wahr? Hier angreifen. Da nicht angreifen können. Ach, und hier auch den General nicht mitgenommen, obwohl er so viel hätte machen können. So viele Boni. So viele Boni. Achso, unsere ganze Flotte steht ja hier noch, sag mal. Da können wir auch ein bisschen Trouble machen. Wir dürfen nicht hier daneben die Runde beenden. Frachter, du bist der Frachter nach Santia, Sacrum. Ja, das eine Goldstück mehr nehmen wir mit. Okay, wir gehen hier nicht in die Stadt rein. Ja, wir nehmen noch Persepolis mit und dann müssen wir uns darum kümmern, dass wir wieder glücklich werden. Und das machen wir, indem wir noch ein Kolosseum bauen. Ja, kaufen ist ja nicht. Spion aus eroberter Stadt geflohen. Dann bleibt dir noch... Wie heißt die Stadt hier unten? Densapa. Gehörte früher Indonesien. Wäre nicht verkehrt, wenn wir die Stadt zurückgeben. Ich brauche sie nicht. Andererseits können wir sie auch schlecht einnehmen. Aber den Sapa hat auch nicht. Wie wäre es mit Krieg gegen Darius? Gewürze Marmor kann man sich leisten. Sorry. Sorry. Den Sapa bitte. Einmal. Geht gar nicht. Na dann Tarsus. Nee, da ist den Sapa. Oh, bewegen. Da. Jawohl, ja. Nächste Runde. Anukrasch. Forschungsabkommen. Ich weiß nicht, ob du über meine Finanzen Bescheid weißt. Dass Attila Pläne gegen uns schmiedet. Gegen uns. Was haben wir jemals jemandem getan? Friedliebend, wie wir sind. Oh, Passagarde wurde zurückerobert. Dafür sind wir wieder zufrieden. Oh.
Wir haben mit einem Trefferpunkt überlebt. Nice. Aber ihn werden wir verlieren, ne? Bautrupp. Du bist hier oben fertig. Und du baust die Straße darüber. Und hier haben wir doch was geplündert. Das können wir wieder upgraden. Du bekommst den Bonus gegen Städte. Wir bombardieren die Städte. Und nehmen sie ein. Sind bei null Zufriedenheit immerhin. Die Stadt ist leider so dermaßen geschrumpft, dass man da nichts machen kann. Mit was hat er denn die Stadt eingenommen? Ich meine, man kann sie jetzt nicht... wie oft kann man die hin und her switchen, ne? Bestimmt oft. Du kannst auf jeden Fall eins vorher in Stellung gehen und in dieser Runde noch angreifen. Du dagegen müsstest eine Runde mehr brauchen, ja. Spanischer Frachter, den beschützen wir. Wenn du diese Runde nichts machst, überlebst du. Und wenn du dich hier positionierst, kannst du nächste Runde mit bombardieren. Und wenn du dieses Feld hier reparierst, haben wir alle was davon. Und eigentlich hättest du hier hin können, um Persepolis anzugreifen. Jetzt bist du doppelt gemoppelt. Wir gehen eins vor, plündern die Luxusressourcen, damit sie sowas von unzufrieden werden. Und ich glaube, dass wir mit dir lieber, wir können nicht in die Stadt rein, weil es schon besetzt ist. Wollen wir mit dir hier auf den, ja komm, wir gehen auf den Hügel. Das kann nicht verkehrt sein. Und du gibst dir allen deinen Bonus. Wir bauen mehr Kolosseen, denn mehr sehe ich gerade nicht passieren. Offene Grenzen sind selbstverständlich. Wir werden denunziert. Wohl an. Friedensvertrag. Nee, ich brauche deine Hauptstadt. Spiel Persepolis. Freibeuter wurde getötet bei Densapa. Das war abzusehen. Das ist ein Flugzeugträger. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Mit einem Flugzeugträger werden wir die Hauptstadt einnehmen. Ich hoffe doch mal, dass wir jetzt nur weil wir seine Hauptstadt einnehmen, nicht total kaputt gemacht werden von den Atombomben, die er jetzt auf seinem Flugzeugträger mit sich rumführt. Nochmal plündern, um zu gesunden. Den Bauarbeiter schnappen wir uns. Gehen hier hin, bleiben da. Nehmen den Bonus gegen Städte. Gehen in Bereitschaft. Sneaken hier entlang. Sneaken da entlang. Nehmen Bonus gegen Städte, gehen hier runter, bauen noch mehr Handelsposten, gehen in die Stadt, um zu heilen, haben keine Möglichkeit, noch wo anzugreifen, deswegen lassen wir es. Und was wir noch brauchen, ist eine berittene Einheit. Ich sehe keine in absehbarer Zukunft aufploppen. Das heißt, um
Persepolis einzunehmen, haben wir nur das. Oder aber wir kaufen eine Karawane. Das bringt ja auch nichts. Ein Lancier ist auch zu teuer. Sonst haben wir nur Fernkampfeinheiten. Wir können auch ein Luxusgut verkaufen. Oder Kohle. Nee, wenn wir denunziert worden sind, haben wir nichts davon. Und wir brauchen das Geld auf die Hand. Und das geht nur mit Leuten, mit denen wir eine Freundschaftserklärung unterzeichnet haben. Und das ist eigentlich nur er. Wir haben 4 Gewürze. Magst du da nicht für 360 Gold zuschlagen? Sehr gut. Und willst du nicht auch für 4 Eisen mir was geben? Wie zum Beispiel 200 Gold. 150. 100. 50. Geschenkt. Pferde. 4. Wie viel haben wir noch? Hier steht 4. Brauch nur 1. 200 Gold. 150. 100. Okay. Öl. Wir haben 7 Öl. Da gibt er mir ordentlich was für. Wie wär's mit 600? 500? 450. Oha. Okay, das Kessel ist wieder gefüllt. Wir kaufen in Cordoba eine Kavallerie für 1000. Ja, ist schon besser, ne? Der kann auch gleich befördert werden. Nimmt wegsames Gelände und Alleinheiten in benachbarten Feldern werden geheilt. Ja, nehmen wir mit. Er ist unser Heiler. Nächste Runde. Ich bin gespannt, wo wir es jetzt zu tun haben werden. Für 3 Gold pro Runde verkaufe ich dir keine Gewürze. Für 7 aber schon. Wir brauchen ja Geld. Für 5. Och, komm schon. Ah, du bist eh schlecht auf uns zu sprechen. Von daher kriegen wir da auch nur schlechte Preise. 22 Gold pro Runde. Immerhin sind wir zufrieden. Gut, wenn wir Persepolis eingenommen haben, wird es ein Problem werden. Wenn alles gut läuft, können wir Persepolis jetzt in dieser Runde einnehmen. Und dann sind wir dem Ziel schon ein gutes Stück näher. Sicherstellen, dass der große General auch allen ihren seinen Bonus gibt. Dann können wir mit dem Schützen rein, ne? Stadtansicht. Forschungslabor, Bank, Markt, Museum, Funkturm, Opernhaus, hängende Gärten für noch mehr Nahrung, Bibliothek, Zirkus, immerhin. Marionette erstellen, minus 11 Zufriedenheit, leider. Flugzeugträger und Tarsus und den Passar. Die lassen wir allerdings liegen. Der hier gehört auch zu uns. Finde ich gut. Damit gehört diese Durchfahrt auch so gut wie uns, solange wir hier alles offen haben. Und jetzt reden wir mal über Frieden. Du hast keine Luxusressourcen, ne? Kann ich sagen, wir gehen nur, du musst jetzt Frieden mit Krieg gegen die Hunden machen. Und 261 Gold mehr geben. Okay, ohne die Hunden. Auch ohne. Weißer Frieden. Lass mich nochmal gucken. Ich komme später nochmal.
Wir haben 7 Öl, weil wir die Stadt erobert haben. Daher kommt das Öl. Richtig nice. Und hier haben wir auch Öl. Wir sind ölig. Richtig ölig sind wir unterwegs. Samarinda könnten wir befreien. Den Passar könnten wir befreien. Aber eben auch Tarsus noch nehmen. Bin ich dazu gierig schon, oder? Wir haben minus 40 Gold pro Runde, 11 Unzufriedenheit. Und Tarsus bringt ja nicht viel. Also wenn Tarsus jetzt noch irgendwas so halb. Aber diese Küste, die kann mir doch egal sein, oder nicht? Nehmen wir Tarsus ein anderes Mal mit. Ich habe halt nur Angst, dass er jetzt mit einer riesen Armee plötzlich dasteht. Andererseits, wo soll diese Armee denn herkommen? Er hat ja nichts mehr, er kann ja nichts mehr haben. Er kann ja nichts mehr haben. Lass mal nach Baktra gehen mit den neuen Spionen. Dann sehen wir das doch. Der muss doch jetzt völlig fertig sein mit der Welt. Dann befreien wir Panama Stadt. Die können wir von 1, 2, 3. Hier und hier aus angreifen. Da ist es auch nicht bei. Von hier aus ist es auch nicht bei nach Gordium. Wenn wir die drei Felder hier besetzen, zu denen wir ja im 0, nichts kommen, ne? Wir brauchen eine Sicht auf die Stadt. Und seine Flieger, die sind wohl auch weg. Okay. Also Tarsus sehen wir. Wir werden hier nicht in den Kampf gehen. Wir werden nicht gegen Bauarbeiter kämpfen, die uns dann das Leben zur Hölle machen. Kommen wir hier durch? Kommen wir hier rein? Nee. Ich möchte nur ungern wieder angegriffen werden. Aber lässt sich ja nicht vermeiden, wenn ich hier bleibe. Hier unten kann ich auch nicht vorbei. Dann schauen wir mal, ob wir es in der nächsten Runde schaffen, wenn wir hier skippen. Kavallerie. Hat die Sicht auf die Stadt von dort aus? Ich glaube es nicht. Ich möchte aber die Runde auch nicht im Sumpf verbringen. Oh, mehr Dingens. Die Minen von Solomon. Salomon. Mit 12 Produktion. Persien hat die Hauptstadt verloren. Da hätte ich mir echt mehr erhofft irgendwie, dass Persien da mehr gutes Zeug am Start hat. Du heilst. Na, wenn du Panama-Stadt nicht angreifen kannst, dann bringt es auch nicht viel, wenn du hier rumstehst eigentlich. Jetzt beenden wir die Runde doch hier. Aber wenn wir dich hier hinstellen, dann ginge das vielleicht. Dann bist du im Dschungel. Bist da gut geschützt, du heilst. Brauchen wir dich hier unten mehr? Ich glaube nicht. Aus Tarsus kommt ja nichts. Tarsus liegt ja auch offen. Es wäre doch jetzt Banane, Tarsus nicht zu nehmen. Wir müssen nur irgendwie Salve. es schaffen. Certo non. 6 Kohle, ich weiß nicht, ob das zu viel war. 45 Runden, ach, wird schon. Aluminium haben wir auch. 3 Aluminium. Melima. Räucherwerk, aber es gibt sie ja nicht her. Pelze. Aluminium hast du wohl. Gegen Eisen und Pferde. Bisschen Gold auf die Hand. Gegen Salz. Das können wir uns ja nicht leisten.
Und bei minus 40 Gold pro Runde können wir uns auch nicht wirklich viel anderes machen. Ha. Dass man da doch so viel Gold durch seinen Handel bekommen haben. Nervt ein bisschen. Der Bautrupp, auch schön. Kannst du hier direkt die Gewürzer Stadler machen. Kannst du hier drauf schießen? Bestimmt. Und Flugzeugträger oder Flugzeuge ist das auch nicht so gefährlich. Wofür bist du hier? Ah ja, Handelsposten. Okay. Wir haben dich noch. Wir beenden die Runde jetzt im Sumpf. Geht nicht anders. Nächste Runde. Dafür ist meine nächste Runde umso schneller dann in Panama-Stadt. Die mal befreien, dann lieben uns alle. Botschaft annehmen. Nein, natürlich will ich eine Botschaft annehmen. Persien hat echt gebüßt, ne? Wir sind sogar vor Dido. Oha. Gegner in der Nähe. Aber das ist nur eher hier. Ja, jetzt kommen wir durch. Sehr gut. Auf offenem Geländefeld gegen Städte finde ich gut. Und nun schauen wir mal. In Stellung gehen und auf die Stadt. Ja. Dann... Will ich dich hier sehen in zwei Runden? Von dort aus kannst du mich auch angreifen. Du bekommst einen Bonus hier, gehst dorthin. Und wir müssen... Wir sind nur noch bei minus 3. Sehr schön. Du heilst in Persepolis. Minus 15, immerhin. Wir werden hier... Böse verlieren, wenn wir angreifen würden. Jakarta ist die neue Hauptstadt. Da kann er bleiben. Da kann er bleiben. Und ihr beiden lungert hier rum. Falls wir euch brauchen, um die Stadt einzunehmen, steht ihr bereit. Deine Aufgabe war es, die Straße zu bauen, nicht wahr? Die jetzt auch egal ist nach Barcelona. Da ist es wichtiger, dass wir hier reparieren. Ja. Produktion wählen. Wir brauchen wieder schnelle Einheiten. Kavallerie. Wir brauchen Einheiten, die gut gegen Städte kämpfen können. Wir brauchen Einheiten, die Gewürzplantagen reparieren. Und wir brauchen Einheiten, die... Tarsus angreifen. Das reicht auch schon. Wir können wieder zurück. Und mit dir auch. Und wenn wir hier angreifen, nehmen wir den großen General mit. Du kannst bis hierhin. Bene. Hier ist wieder alles zugeparkt. Nee, noch nicht. Gut. Und mit dir kommen wir hier hin. Und du kannst in der Stadt heilen. Du hast noch nicht alles repariert. Das machen wir gleich. Arminius wird auch in Persepolis bleiben. Wunderbarst. Die Fregatte heilt. Cool, cool, cool. Ich hoffe, wir verlieren keine Einheit. Ich wüsste aber auch nicht, wo. Kakao gegen Zucker ist elementar für uns. Ohne diesen Deal werden wir es nicht weiter schaffen. Und ohne Pause schaffe ich es nicht weiter.
Barbaren gibt es auch noch. Stimmt. Wie geht's eigentlich den Städten auf dem neuen Kontinent? Soweit so gut, ne? Gut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und freue mich darauf, euch zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dann, euer Egonson.